Ja, also es geht um C-Code. Das habe ich letzten November oder so eben besser geschrieben. Warum? Also die Code-Erzeugung, das meiste von der Code-Erzeugung gibt es eigentlich schon in GFOF 0.7. Und der C-Code hat halt ab und zu eben Blödsinn gemacht und hat halt nicht alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Und wenn ich irgendwas präsentiert habe, musste ich halt immer wieder halt händisch nachbessern. Und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt wird es einmal Zeit, das ordentlich zu machen. Das habe ich jetzt gemacht und ich werde euch zeigen, was das neue C-Code alles ausgibt und eben werde ich auch etwas über die Code-Erzeugung erklären, damit er, weil das ist sinnvoll, um das, also man hat nichts davon, wenn man das von der Code-Erzeugung nicht weiß. Gut, na, wie schalte ich da weiter um? So, diese. Gut, also. Wenn wir also zunächst, es gibt mehrere Arten, sich anzuzeigen zu lassen, was für Code erzeugt wird in GFOF. Eben, wir haben hier ein Wort, eben bar, wo wir eben so Kontrollstruktur haben und sonst was. Und es gibt eben das klassische Vorwort C und in GFOF macht C, versucht möglichst nahe wieder an dem Source Code zu sein. Also das gelingt nicht immer, aber zumindest für Kontrollstrukturen gelingt es meistens. Also aus dem Bar kriegen wir tatsächlich wieder ein If, den Fünfer und das Then heraus. Also das ist schon wirklich ziemlich nah an dem, wie es im Source Code war. Ja. Dann gibt es eben, aber teilweise sieht man eben auch, also gerade für Local sieht man üblicherweise der Code, der erzeugt wird. Aber manchmal will man eben auch ganz genau wissen, was für Code erzeugt wird. Und dann haben wir Simple C, das zeigt uns den erzeugten Code auf der Threaded-Code-Ebene, also auf der Zwischencode-Ebene. Also da wird das If wird in seinen Question-Branch übersetzt mit einem Ziel, eben bar plus $20, also das ist dann hier, man sieht hier, also bar ist bei 40, also und wenn man da 20 dazu gibt, ist man bei 60. Dann haben wir der Fünfer wird in ein Lit übersetzt, das eben als Parameter noch inline, also sozusagen als Immediate-Parameter den Fünfer hat. Warum ist da Sharp davor, bei einer Zahl wie 5 ist das nicht so wichtig, aber wenn es eine längere Zahl ist, ist die Frage, ist das jetzt Dezimal oder Hex oder sonst irgendeine Basis? Und wenn man das Sharp davor gibt, weiß man, es ist Dezimal. Gut. Das Then wird zu nichts übersetzt und der Strichpunkt wird zu dem Semis hier übersetzt. Gut, also das ist sozusagen der Zwischencode. Aber das, was ich euch eigentlich zeigen will, ist, das C-Code. Und da sieht man eben, wir kriegen den Zwischencode ausgegeben hier und hier und hier. Und zusätzlich noch Maschinencode. Und zwar, ja, und man sieht hier auch Adressen. Man sieht, wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, dass der Zwischencode in einem Block ist. Also das ist im Prinzip ist der Zwischencode mehr oder weniger das, was uns das Simple C ausgibt, mit dem Unterschied, dass wir hier noch das haben und ja hier, also das ist 1 nach 1. Und eben der Maschinencode ist in einem anderen Block, also ist woanders im Speicher. Und das gibt uns eben Gelegenheit zu erkennen, wie eben die Code-Erzeugung von GFOF funktioniert. Nämlich, es wird für dieses Question-Branch, wird eben, haben wir an einer Stelle im GFOF ein Stück Code.
Das wird dann hinüberkopiert in diesen Codebereich für den Code von Bar. Also und das ist halt der Teil für Question Branch. Danach wird eben der Teil für Lit kopiert. Das ist dieser Code. Und eben man sieht hier am Ende von dem Question Branch ist eben kein Sprung oder sowas, sondern ein ganz normaler Befehl. Das heißt, wenn er dort ankommt, geht es dann mit diesem Code weiter, den für das Lit. Und danach, und das Lied endet eben auch nicht mit einem Sprung, und es geht eben dann hier in diesem Code weiter. Vielleicht, wenn ihr euch fragt, was ist das für ein Maschinencode, das ist RISC-V-Code. Wer schon mal mit MIPS zu tun hat, so also sehr ähnlich zu lesen. Also dieses JR ist eben ein Sprung und das hier, das BNEZ, ist auch ein Sprung. Und hier ist eben auch noch ein Sprung. Also der Teil hier, der implementiert eben den bedingten Sprung auf der Vorebene und das hier macht den Prinzip ein Return auf der Vorebene, also das, was Exit macht. Ja, ich habe hier noch anstatt der Register, die man bei Disassembler rauskriegt, habe ich die Vorfunktionen der Register eingesetzt. Also wir haben hier zum Beispiel den Vorf-Stack-Pointer und hier den Instruction-Pointer von dem Zwischencode und solche Dinge. Gut, also das ist halt der einfachste Fall ist einfach, es werden Codestücke kopiert und eben hintereinander kopiert und zusammengesetzt. Dann haben wir eben noch hier zu den Fall, also das gelingt uns nicht immer, dass wir das kopieren und zusammensetzen können. Zum Beispiel beim Fill stellt sich heraus, der Code, der ist nicht, der Maschinencode von dem Fill ist nicht relocatable. Also das heißt, wir können den nicht hierher kopieren. Deswegen machen wir hier ein normales Next. Also das hier, diese drei Befehle sind ein Next und machen dann, und das Next macht eben normalen Threaded Code Dispatch und springt eben zu dem ursprünglichen Platz von dem Fill. Also nachdem wir nicht da hineinfallen können. Müssen wir hier eben das mit seinem Thread Code Dispatch machen. Das Fill endet wieder selber mit einem Next und das springt dann hierher und macht dann hier das Semis. Gut, ja, und das C-Code, das zeigt uns den Maschinencode von dem Fill nicht an. Also es macht es auch nicht rot, das habe ich nur hier rot gefärbt, damit man das hervorgehoben sieht. Also wenn da hier etwas nicht gezeigt wird, dann ist es eben einer der möglichen Gründe ist, dass es eben dass da kein Maschinencode dafür im eigentlichen, also eben dynamisch generiert wurde. So, dann haben wir noch Static Super Instructions. Da haben wir hier das Beispiel da mit kleiner if 5then, also sehr ähnlich dem, was wir vorher gesehen haben, nur dass wir hier noch ein kleiner vorher haben. Und es gibt eine sogenannte Superinstruction, wo kleiner ist und dann eben der Question Branch. Und das heißt, auf irgendeiner relativ weit unten liegende Ebene der Forf-Code-Erzeugung werden diese beiden Befehle, das Kleine und das Question Branch, zusammengefasst. Und dafür gibt es eben dann diesen Code, dieses Codestückchen. Und das
wird eben, was das neue C-Code so macht, ist eben, es zeigt mir hier an, dass wir hier eben so eine Superinstruction haben, in dem hier gezeigt wird, kleiner und Question Branch ist halt in einer Zeile hier. Und das wäre eigentlich ursprünglich das Slot für das kleiner gewesen. Wenn ich hier mache Simple C, zeigt es mir auch nur das kleiner an. Dann, es bleibt aber der Slot im Threaded Code für das Question Branch auch erhalten. Das wird zwar nicht verwendet, aber es bleibt erhalten. Deswegen haben wir hier noch das von den Question Branch. Da wird aber dann auch kein extra Code dafür angezeigt, weil das hier ist eben Code für beides zusammen. Und ja, das hier ist halt eben der Parameter, also der Inline-Parameter von dieser Superinstruction. Und eigentlich eben auch ohne Superinstruction der Inline-Parameter von dem Question Branch. Ja, und ein weiteres Feature, das ist hier neu in GeForce 1.0, ist, dass wir mit Konstanten optimieren können. Also das kommt von dem Constant Folding. Das ist Arbeit, die Matthias Trutte hat eben dieses relativ einfache Art, Constant Folding zu machen, eben eingeführt in Forth. Bernd Peisern hat das dann für GeForce implementiert und was halt passiert ist, also der ursprüngliche Gedanke, man hat so Dinge wie 2 plus und dann wird automatisch 4 draus. Was es aber auch noch geht, ist, man hat so Dinge wie 2 Pick und in GeForce haben wir ein eigenes Primitiv dafür, nämlich Third. Und dann wird aus 2 Pick wird halt dann, also wenn da das Pick sieht, also da das was der Optimierer von Pick sieht, es ist eine Konstante auf dem Stack und die Konstante ist halt 2, dann generiere Third. Und das ist auf einer höheren Ebene von GeForce, nämlich auf der von diesem Set Optimizer. Und deswegen sieht man das auch bei C. Also da wird dann nicht von dem, also das C kann nicht unterscheiden, ist das jetzt, hat der Benutzer jetzt Third hingeschrieben oder 2 Pick und deswegen wird es immer als Third dekompiliert. Auch eben auf der Ebene von C. Gut, ja, und hier, ich meine, das wirkt sich natürlich auch bei C-Code aus, dass man eben hier dann den Code von Third hat. So, nächstes Feature, Stack Caching. Im Prinzip haben wir in GeForce mehrere Repräsentationen vom Stack. Also die Standard-Repräsentation ist, dass der Stackpointer dorthin in den Speicher zeigt, wo der Top of Stack liegen würde, wenn er dort wäre. Aber tatsächlich ist der Top of Stack in einem Register, nämlich in dem Register SPA. Und dann das zweite Element und das dritte Element und alle weiteren Elemente sind im Speicher. Dann gibt es noch zwei andere, also mehrere andere Zustände, aber im Prinzip in unserem Beispiel gibt es nur zwei andere Zustände, nämlich den, dass eben also State 0 ist, dass kein Element in einem Register ist. Dann ist eben der Top of Stack im Speicher, das zweite Element und so weiter. Und SP zeigt eben ein Element weiter als der Top of Stack. Und eben Zustand 2, wo eben zwei Elemente in Registern sind, eben Top of Stack ist in SPB und das zweite Element ist in SPA. Und eben die weiteren Elemente sind dann im Speicher. Und also GeForce hat ein relativ kompliziertes System, das mit einem Shortest Path Algorithmus arbeitet, um
eben zu entscheiden, welche Zustände verwendet werden. Und eben in unserem Fall haben wir eben so ein Beispiel, wo wir sagen Swap Store. Da geht eben das Swap zuerst also wir starten immer mit Zustand 1, also am Anfang einer Kolumndefinition sind wir in G4 Fast immer in Zustand 1. Und wenn man dann einen Swap macht, dann geht es in Zustand 2. Und das ist halt eben, weil das ist relativ kurzer Code, um in Zustand 2 zu kommen. Das Store ist eben, geht von Zustand 2 in Zustand 0 über, weil es verbraucht halt eben genau diese beiden Werte am Stack, eben das die Adresse ist in SBB, der Wert ist in SBA und genau das passiert hier, da gibt es ein Store-Double von SBA also an die Adresse, die auf die SBB zeigt. Und im Ergebnis hat man halt diese beiden Werte verbraucht und ist im State 0. Und eben dann hier das Semis, das geht eben von State 0 nach State 1 und so passiert das in zwei Schritten. Zunächst einmal geht's von State 0 nach State 1 und dann passiert das, was bei Semis sonst immer passiert. Das wird zusammengesetzt, also aus dem Übergang von State 0 nach State 1, der eben hier in Blau gezeigt ist, und dem Code für das Semis, das grundsätzlich bei State 1 anfängt. Und eben hier sieht man, also was halt der C-Code macht, ist, es zeigt uns hier eben immer schön an, welche Zustände sind, dann kann man das ein bisschen leichter interpretieren, was da passiert. Was es halt nicht macht, ist das Umbenennen der Register. Also die Register, die muss man sich dann selber zusammenreimen. Gut, wie ist das C-Code implementiert? Also eine mögliche Implementation oder eine Implementation, an der ich lange gedacht habe, war halt, dass man einen endlichen Automaten hat. Also im Prinzip hier, der 1 ist der Startzustand. Und wenn man jetzt für unser Beispiel gibt es eben unter anderem die Möglichkeit, dass man von dem Startzustand mit der Codesequenz von Swap 1, 2 weggeht oder mit der Codesequenz von Swap 1, 1 wieder in den Startzustand zurückgeht. Und eben der Maschinencode dafür schaut natürlich verschieden aus und gibt natürlich dann für alle möglichen anderen Befehle, die beim Zustand 1 losgehen, gibt es eben auch Codesequenzen, die normalerweise verschieden ausschauen. Und die Idee ist eben, okay, man verwendet das als nicht deterministischen endlichen Automaten, weil teilweise gibt es eben auch Codesequenzen, die gleich ausschauen, aber man kann dann unter Umständen später herausfinden, dass man eben dann die weiteren Codesequenzen in dem einen Zustand gehen und im anderen nicht. Also nicht deterministischer endlicher Automat. Und wenn man eben am Ende in einem Accept-Zustand angekommen ist, wenn man am Ende mit der Dekompilation ist von dem Block, den man sich anschaut, dann weiß man, okay, wir haben das richtig dekompiliert und idealerweise gibt es dann nur eine Lösung davon. Die Probleme dabei sind, dass man das eigentlich mehr oder weniger nur sinnvoll machen kann, wenn man sich eine Sequenz auf einmal anschaut. Aber das ist irgendwie relativ schwierig hinzukriegen, weil der Decompiler ist zum Gutteil in vorgeschrieben, aber dieser ganze Maschinencode-Teil, der ist in C und das geht vom Interface her zwischen den beiden
wäre das relativ kompliziert und mühsam, das mit einer Sequenz auf einmal hinzukriegen. Das war ein Grund, warum ich da lange da gezögert habe, da was Besseres zu implementieren und weil ich das eben doch so machen wollte. Eine andere Möglichkeit ist, dass auch wenn ich glaube, dass es keine mehrdeutigen Sequenzen gibt, könnte es ja doch sein. Aber ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Also wenn da jetzt zwei Sequenzen rauskommen, die, also wenn da mehrere mögliche Dekompilationen rauskommen, dann sind es ganz offensichtlich gleichwertige Sequenzen. Also nehmen wir an, es wäre, sagen wir, zwischen 2a fetch und dup2a würde dasselbe rauskommen an Maschinencode, dann würde natürlich beim Dekompilieren könnte der Decompiler das nicht unterscheiden, aber das würde mich auch nicht stören, weil es ist ja von der Bedeutung her dasselbe. Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich sogar bei der aktuellen Codeerzeugung eindeutig. Ja, ein Vorteil von dieser möglichen Implementation ist, sie kostet keinen extra Speicher, aber eben der Implementationsaufwand ist ganz schön groß und insbesondere weil das mit dem Interface ein Problem ist. Ja, tatsächliche Implementierung, die ich dann gemacht habe, wo ich mich endlich letzten November überwunden habe, ist, dass der Compiler für jedes kompilierte Primitive was abspeichert. Und zwar die Startadresse und Länge des Maschinencodes, welches Primitive und welche Superinstruction es ist und den Anfangs- und Endzustand des Stack-Hash. Dann braucht der Decompiler nur mal nachschauen in der Tabelle von wo diese ganzen Daten drinnen stehen. Also es ist relativ einfach zu implementieren, kostet aber 16 Bytes pro kompilierten Primitiv und das sind für das GeForce-Image circa 500 Kilobyte, also fast so viel Platz wie der Native Code von GeForce Fast. Aber eben Vorteil, es ist einfacher zu implementieren. Und ja, 500 Kilobyte sind jetzt auf den Systemen, auf denen GeForce so üblicherweise läuft, nicht die Welt. Ja, Zusammenfassung, eben C-Code zeigt uns den Maschinencode. Es zeigt uns die statischen Superinstructions, es zeigt uns das Stack-Caching. Und die Implementierung erfolgt mit Hilfe von Zusatzinformationen durch den Compiler. Ja, vielen Dank. Gibt's Fragen? Ja, ich habe Fragen oder einmal kann man C-Code so einstellen, dass ich mit Copy-Paste arbeiten kann? Also angenommen, ich habe ein Wort, was es in GeForce gibt und möchte etwas Ähnliches schreiben und möchte das auch mit Code schreiben, also Doppelpunkt Code. Und kann ich dann einfach mit C-Code aus diesen Worten einfach was rauskopieren, das in die Definition schreiben und verwenden, oder muss ich umarbeiten? Also Also, ersetzen. es sind gut, da gibt es mehrere Punkte, also warum das nicht so wirklich gut geht. Das Nämlich, bitte? glaube ich dann. Das reicht mir dann schon als Okay. Antwort. Trotzdem, ich erkläre warum. Also, das erste ist, dass der Code hier bezieht sich auf Sachen, die in Threaded Code dazu vorkommen. Also wenn du sozusagen das als Code-Definition genau denselben Maschinencode nehmen würdest, würde der eben auf den IP zugreifen, aber der zeigt, also was weiß ich, da würde er halt versuchen hier das auf diese Zelle zuzugreifen, die ist aber
Da ist die Frage, ob es die dann in dem Freiheit-Code gibt. Dann, und du würdest, oder eben auch auf diese hier, und da willst du eigentlich ja direkt einen Sprung machen, statt da so eine ewig lange Sequenz zu machen, die dafür zuständig ist, mit dem Freiheit-Code umzugehen. Genauso, also alleine hier, also wenn du einen Maschinencode haben willst, dann machst du hier so irgendwie ein BNEZ, dann hier ein, was weiß ich, den Teil hier, also ein Load Immediate von 5, statt eben dem auf den IP hier zuzugreifen. Und ja, den Stackpointer Update, den machst du auch noch. Also, und eben statt dem Semis machst du dann direkt ein Next. Ja. Also in der Hinsicht ist schon mal das ganz anders. Das andere Problem, das praktische Problem ist, dass viele unserer Assembler auch nicht so geschrieben sind, dass sie, also unsere Disassembler nicht so geschrieben sind, dass sie wieder assembliert werden können. Ich weiß nicht, ob das bei dem RISC-V der Fall ist, Bernd. Beim RISC-V ist auch der Assembler irgendwie anders. Also, ja, also. Assembler sind normalerweise Postfix. Und die Disassembler sind so, wie es in der Doku steht. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob beim RISC-V überhaupt ein Assembler dabei ist. Es ist zumindest Code für einen Assembler dabei, es ist aber null Beispiele, von daher habe ich mir ja, das genau. Nicht so genau angeschaut, wie das jetzt ausschaut, wenn man es verwenden wollen würde. Ja, beim RISC-V ist zumindest der benutzt gemeinsame Datenbasis, oder? Ja. Nee, benutzt. Ja. Genau, der benutzt INST 16 und INST 32.fs und ist also ähnlich aufgebaut, aber die Syntax ist anders. Jo, gut, danke. Beispiele gibt es keine, genau. Das heißt, dann habe ich noch eine Frage. Ich habe ja versucht, das parallel mitzuverfolgen oder nachzuvollziehen. Und bei mir kam nach C-Code immer Memory-Fehler. Und jetzt habe ich die verschiedenen GeForce-Flavors durchprobiert und unter ITC crasht das. Unter Fast und Normal funktioniert so, wie du es hier gezeigt hast. Mhm. So, als gut zu wissen, muss man vielleicht noch anschauen, aber es wenn es funktionieren würde, würde unter Chief of ITC nur dasselbe rauskommen wie bei Simple C, weil jo. Da gibt es keinen dynamischen Native Code. Jo, danke. Okay. Und, sonst gibt es noch Fragen an den Anton? Es gibt noch eine Anmerkung, nämlich das ist nicht von Matthias Drothe, sondern von Matthias Koch. Sein da dachte ich mir auch, gell. Ja, genau, ja. Mit dem Folding. Immer halt diese zwei Sache Matthias. Mit so Controller. Das ist die Matthias-Inflation, ja. Genau. Ja, und, also, gut, danke für die Korrektur. Genau, ja. Aber